Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Demon's Souls mit einer neuen Session. Und da gibt es einige Sachen zu sagen. Zum einen, ich werde jetzt nach einem neuen Guide spielen, den habe ich mir jetzt noch nicht rausgesucht, aber wir werden jetzt erstmal die Panzerspinne machen, werde ich dann danach raussuchen, also keine Angst. Ich habe gerade schon mal geschaut, die Weltentendenz, Palast von Boletaria bin ich komplett weiß, also sprich, ich dürfte Miralda da schon treffen, werden wir dann wahrscheinlich auch in der nächsten Folge machen. Das Tor dürfte also offen sein. Und dann, ja, werden wir das alles hinkriegen. Tut mir leid, dass ich nach einem falschen Guide gespielt habe. Wusste ich nicht, dass er so veraltet ist. Ich dachte, da hat sich jetzt nicht großartig viel geändert. So kann man sich täuschen. Muss man mal so sagen. So, dann werden wir hier ein bisschen was ausrüsten. Dann werden wir es mal probieren. Ja, das tut mir in dem Fall echt leid, dass das dann so, ja, so Panik ausgelöst hat. So, ich renne übrigens im Hintergrund noch. Ich hoffe, es leckt nicht so. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier anständig vorbeikommen. Sehr schön. Okay. Okay, das war schon mal recht ordentlich. Okay, jetzt müssen wir wegrennen. Weg, 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 weg. So, und hier treffen sie mich nicht, glaube ich. Okay. Scheiße. Und? Nein! Ach, Kacke. Ich konnte mich nicht mal bewegen. Ich konnte mich nicht mal bewegen. So. Jetzt müssen wir was trinken. Essen wir nicht. Ja, wieder abgekriegt. Ich darf mich von diesen Dingens nicht treffen lassen. So, jetzt knallt er so richtig. Okay, und dann muss ich dann auf jeden Fall jetzt... Scheiße, Mann. Das war doof. Das war extrem doof. Komm, komm, komm. Weg. Geh weg. Ach, scheiße, Mann. Es läuft. Es läuft. Es läuft, Jungs. Und Mädels natürlich. Die darf ich nicht... Die werde ich nicht vergessen. Scheiße. Okay, Dreier. Dabei hat es doch so gut angefangen. So, komm, komm, komm. Jetzt hin. Scheiße, jetzt hab ich's. Jetzt hat's mich wieder. Okay, komm, komm, komm. Na, komm. Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Jawohl. Okay, komm. Ein bisschen damagen hier. So, trink was, trink was. Jetzt kann ich's nochmal ein bisschen damagen. Und noch weiter. Und noch viel weiter. Okay, jetzt muss ich weg. Scheiße, ich stecke fest. Nein, ich stecke fest. Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, lass es aufhören. Lass es aufhören. Oh Mann, Alter, was habe ich denn von Schwein? Alter Vater, ich stand halt, ich steckte halt fest, ja. Ach Gott, ey, das wäre es echt gewesen. Naja, wir haben es göttlicherweise, glücklicherweise geschafft. So, jetzt werden wir eins machen. Ich habe jetzt schon den Rat angenommen. Ich spiele jetzt offline übrigens, dass ich mir in dem Fall nicht so hingehend versaue. Ich hoffe, ich habe mir jetzt in Welt 4 nichts versaut, weil da bin ich ja, glaube ich, einmal menschlich gestorben. Bin ich mir auch nicht sicher. Hoffentlich kann ich das irgendwie noch retten. Ansonsten versuche ich weitestgehend andere Sachen zu vermeiden. Wir gehen jetzt in den Nexus und da werden wir uns umbringen. Ich werde es tun. Wahrscheinlich werden sich einige darüber freuen. Ja. Es ist halt manchmal so. Ich dachte echt, der Guide wäre hundertprozentig richtig. Ja, kommt nichts dazwischen, ja. Und da kommt ihr, so ein, zwei Leute. Der hat meinen, Alter, totaler Quatsch, was da steht, ja. Totaler Quatsch, alles kacke gemacht. Zum Glück habe ich jetzt echt nur nichts Wichtiges gemacht, ja. In der ersten Session, die bis Folge 9 ging, deswegen konnte ich auf die Sachen halt nicht eingehen. Das tut mir in dem Fall echt leid. Ja, ich dachte halt, es funktioniert alles, ja. Ich dachte, ich konnte ein bisschen vorspielen und dann klappt alles wunderbar. Aber kann's vergessen, ne? So ist das manchmal, so. Jetzt bohren die irgendwie draußen. Geile Scheiße. Ich werde auch heute ein bisschen vorproduzieren. Ja. Oder halt erst morgen. Das werde ich halt sehen.
ist halt so eine Sache, weil ich halt erst die richtigen Guides finden muss und dann auch so ordentlich spielen muss danach, ne? Das ist halt die Frage, müssen wir mal gucken, wie wir es genau machen. Das Ding ist nämlich, meine Freundin ist krank, also die gute Sunny ist krank. Und ja, mich kribbelt es auch schon so ein bisschen und ich habe das die Befürchtung, dass es mich auch die nächsten Tage erwischt. Deswegen würde ich gern ein bisschen vorproduzieren, nicht, dass ich dann auch noch flach liege, ne? Das wäre echt ungünstig. Fände ich jetzt nicht so schick. So, hier kann ich runterspringen. Tot. Sehr schön. Ich dachte, das hätte jetzt nicht gereicht. Das haben die doch, glaube ich, auch mal genervt, ne? Den Fallschaden. Oder ist das jetzt schon wieder draußen? Das weiß ich gar nicht. Weil man konnte, glaube ich, vorher irgendwie weiter unten abspringen und dann ist man direkt gestorben. Weiß ich nicht. Ich meine, die haben es genervt. Ich meine, die haben irgendwann mal was geschrieben. Ist jetzt natürlich eine ganze Weile vor mir oder vor meiner Zeit gewesen. Aber ich meine, mich irgendwie dran zu erinnern, dass da irgendwas war. Keine Ahnung. So, jetzt schnell auf die Uhr geguckt. Und ich weiß gerade echt nicht, wann ich angefangen habe. Ach Gott. Doch, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Okay, Schwein gehabt. So, wir holen uns die Seelen. Wir müssen natürlich hier jetzt nochmal hoch. Und dann werden wir uns, werden wir ein bisschen aufleveln, ein bisschen. Und dann schauen wir nochmal in Welt. So, hier müsste es, hier ist es sogar schon. Okay, 9000 Seen ist nämlich ein Stück. Die werde ich definitiv nirgendwo anders mit hinnehmen. So, weg. Geht mir aus dem Weg. Ja, werden wir ein bisschen, Magie hochleveln oder sowas. Ich bin mir noch unsicher, was wir genau machen. Bin ja ein Mage im Grunde. Ja, das habe ich total vergessen. Ich habe bei dem, aber wahrscheinlich hätte Feuer nicht so viel genützt, ne? Bei dem Boss. Ich habe jetzt komplett mit Nahkampf gemacht. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ja, toll. Aber scheint ein krasses Schwert zu sein, das ich da habe. Macht gut Schaden. Also, ich glaube, den Boss habe ich nicht so gut weggekriegt das letzte Mal. Es hat schon echt länger gedauert. So. Magiekraft, oder Intelligenz erstmal ein bisschen weiter. Hat natürlich so, machen wir Intelligenz erstmal ein Stück hoch. Kommt dann irgendwie mal 4. Ah, jetzt kommt 4. Okay, naja, wir haben natürlich ein bisschen mehr Mana dann. Benötigte Seelen 2100, wir haben nur 1900. Das regeln wir ganz schnell. Dann werden wir mal kurz was nehmen, wenn ich sowas habe. Unbekannte Heldenseele. Wir brauchen ja an sich nur 200. Ich nehme mal noch eine. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich will jetzt nicht nochmal rein switchen dann. So. Wir könnten nochmal den Jadehaarschmuck dem guten Lara-Typen da geben. Oder wir geben es der Krähe. Weiß ich noch nicht. So. Jetzt sind wir auf 24. Jetzt haben wir auch mehr Mana und ein Dingens mehr. Können wir uns ein Dingens merken. So ein Zauber mehr. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Gerade mal am Rücken kratzen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit im Grunde. Ob das Tor offen ist oder nicht. Wenn es offen ist, dann haben wir einen neuen Zugang, wo ich noch nie war. Und einen Boss, mehr oder weniger, den ich noch nie hatte. Und Items, die ich noch nie gesehen habe. Man kann ja am Anfang schon rüber gucken, aber man kommt halt nicht hin, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding offen ist. Müsste eigentlich, laut Anzeige dürfte es theoretisch offen sein, ne? Ich weiß es immer nicht. Ich weiß immer nie, wann man komplett weiß und komplett schwarz ist. Ist immer ein bisschen undurchsichtig. Finde ich. So, toll. Direkt angeholzt hier. So, das Tor ist offen. Das Tor ist offen. Ja, schöne Sache. Jetzt sind wir hier bei Miralda. Irgendwo. Miralda, der Henkerin, hat man schon des Öfteren im Ladebildschirm gesehen. Allerdings habe ich jetzt keine Ahnung, wo die ist und was die macht und überhaupt, ne? So, menschlich bin ich auch nicht mehr. So, da runter geht's. Und hier sind ein Haufen Items und da kommen auch ein Haufen Gegner. So, die werden wir alle nacheinander
abbrutzeln. Abgebrutzelt. So, was habt ihr Schönes? Sichelmondgras? 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 Na, Sklavenschild. Okay, unbekannte Heldenseele. Wir sammeln das mal ein bisschen ein. Unbekannte Heldenseele. Unbekannte Heldenseele. Unbekannte Heldenseele. Okay. Scheint ein relativ ein größeres Gebiet auf jeden Fall zu sein. Darunter geht's. Achso, nee, hier geht's nicht wirklich runter. Runter in den Abgrund geht's da. Aber das war's auch schon. Okay, okay, okay. Da oben liegt noch ein Item. Hier, da. Ah, okay, weitere Viecher. Machen wir mal kaputt. Ich glaube, es wurde auch erwähnt, dass hier Phantome kommen. Ich kann mir den Namen leider nicht merken. Irgendwas mit D. Es tut mir leid, ich kann mir die Namen immer nicht merken. Ja, es tut mir leid. Aber ich weiß, sie weiß oder er weiß, ich weiß nicht, ob es ein Mädel oder ein Herr ist. Die wissen auf jeden Fall, dass es dass er sie angesprochen ist. Danke auf jeden Fall dafür, für die Warnung, für die Kleine. Auch wenn ich es jetzt nicht mehr ganz im Gedächtnis hatte. So, angesehene Soldatenseele. Ja, und nun? Hier. Okay. Da geht's hin. Hier geht's rein. Okay. Und hier jetzt wird's dunkel. Ah, Gott! Okay. Ist das Miralda? Okay, tot. Puh, jetzt habe ich mich echt erschrocken. Ich bin richtig zusammengezuckt, ey. Wahnsinn. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, tot. Suboptimal. Höchst suboptimal. Oh Mann, habe ich mich jetzt echt erschrocken, ey. Unfassbar. Mann, naja, die Zeit neigt sich sowieso leider Gottes dem Ende zu. Ich würde vorschlagen, wir machen das morgen. Jetzt haben wir zumindest die Miralda eventuell schon mal gesehen. Und dann sind wir zumindest das nächste Mal ein bisschen besser vorbereitet. Dann muss ich mit Schild reinlaufen. Und mal gucken, ob die Phantome jetzt wieder kommen. Dann mache ich zumindest die erste Horde hier nochmal kaputt. So, ja, sie kommen nochmal. Aber bringen, glaube ich, keine Seelen, beziehungsweise kaum. Ja, kaum. Ist jetzt nicht so ganz viel gewesen. Aber Sichelmondgras und so ein Zeug können wir auch ganz gern mitnehmen. Da habe ich nichts dagegen. So, liebe Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder. 18 Uhr mit Demon's Souls schwarzen und weißen Event. Mit dem ersten weißen Event. Wir sind hier drin und ja, es geht rund. Mal gucken, was die Miralda so noch zu sagen hat und zu machen hat und zu droppen hat. Ne? Die machen wir morgen fertig. Bis dahin, ciao, ciao.